Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir, du bist ein treuer Gott. Wir verheißen die Zusage deines Wortes, Herr. Herr, und heute möchten wir, Herr, im Namen, Herr, deines Sohnes Jesu Christi, möchten wir beten, Vater, für die Familien, Herr. Wir glauben an die Kraft deines Wortes. Wir glauben, dass du der Gott bist, Herr, der Neues wird. Dein Wort sagt, Herr Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha, Herr, alle unsere Krankheiten auf dich genommen hast. Wir verheißen deine Gnade, wir verheißen Gesundheit, wir verheißen deine Kraft, wir verheißen deine Liebe. Wie wunderbar, dass in deiner Gnade gehen dürfen, dass du der Gott bist, der Neues wird. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, Herr, wir verheißen, Herr, die Zusage deines Wortes. Wir glauben an einen Gott, Herr, der Befreiung bringt, der Kraft, Erneuerung, Liebe. Wir sind Kinder Gottes, Herr, erkauft durch das Blut Jesu Christi. Und wir haben, Herr, in unserem Haus, Herr, haben die Zusage deines Wortes, dass dein Frieden da ist. Komm, Heiliger Geist, führe du uns in deiner Kraft, Vater, im Namen Jesu, dass es wirklich sichtbar ist, Herr, dass deine Kinder in deiner Gnade gehen, dass sie in deiner Fülle gehen, dass sie wissen, du bist der Gott, der führt, du bist der Gott, der erneuert. Vater, in Jesu Namen verheißen wir die Zusage deines Wortes. Wir verheißen die Kraft deiner Gnade und im Namen Jesu beanspruchen wir, Herr, die Freiheit, die du uns in Christus Jesus gibst. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, dort, Herr, wo die Ängste, da, wo Befangenheit ist, Herr, da, wo der Feind, Herr, dieses Haus eingenommen hat. Vater, in Jesu Namen, in der Autorität deines Wortes, Herr, dass es möchte weichen, dass in der Kraft des Heiligen Geistes gehen, dass wieder Versöhnung geschieht, dass die Gnade, die Freude, die Erneuerung. Vater, wie wunderbar, dass wir wissen, dass dein Wort ist wahrhaftig. Deine Zusagen sind gewiss. Herr, wir verheißen es im Leben deiner Kinder. Vater, du kennst jedem Einzelnen, der dieses Gebet heute erreicht. Herr, wir verheißen, Herr, das, was dein Wort uns verheißt, dass, Herr, all diejenigen, die an deinem Namen glauben, dass sie Leben und Leben im Überfluss haben. Vater, dort, wo der Feind hineingekommen ist mit Streit, Herr, da, wo er hineingekommen ist mit Krankheiten, da, wo er hineingekommen ist mit Feindseligkeiten. Vater, im Namen Jesu, dass es möchte wieder zurück zu deiner Gnade, zum Wort, Herr, zu deiner Liebe. Vater, im Namen Jesu, da, wo der Feind aufgelegen hat, seine Bürden. Vater, in Jesu Namen verheißen wir ein Durchbruch, wir verheißen Befreiung. Dass in diesem Haus wieder, Herr, gelacht wird. Dass in diesem Haus wieder Frieden da ist. Dass in diesem Haus wieder deine Gnade ist, Herr. Herr, dass die Kinder zurückkommen, Herr. Zurück, Herr, aus den Ängsten. Zurück aus den Drogen. Zurück, Herr, aus den Sekten. Zurück, Herr, aus den Verschwörungstheorien. Zurück, Herr, aus dem, wo der Feind sie hineingebracht hat. Vater, die an dich glauben, sind deine Kinder, Herr. Und als Kinder sind sie Erben. Vater, im Namen Jesu proklamieren wir die Zusage deines Wortes in der Berufung, Herr. Herr, du kennst die Berufung deiner Kinder, Herr, wo sie eine Berufung bekommen haben, dein Wort zu predigen, das Evangelium, deine Liebe, deine Gnade, Herr, weiterzubringen. Aber du weißt, wie der Feind geraubt hat, Herr, durch falsche Beziehungen, Herr, durch falsche Connection, durch falsche Sehnsüchte, Herr, durch falsche Dinge, die der Feind uns durch Lügen in unserem Herzen geprägt hat. Vater, in Jesu Namen, wir bitten um Vergebung. Überall da, wo wir falsche Schätze gesucht haben, wo wir falsche Motivation hatten. Du bist der Gott, der Heilung bringt. Herr, und ich verheiße in dieser Familie, in diesem Haus, komplette Heilung, Herr. Die Heilung, die durch dein Wort, durch deine Liebe, durch deine Gnade, durch das Blut Jesu Christi nur geschehen kann, Herr. Oh, Herr, wie wunderbar, dass wir wissen, Herr, dass Gebet hat Macht, Herr. Und dass, wenn wir im Namen Jesu beten, dass du kommst mit Erneuerung, mit Kraft, mit Befreiung. Herr, ich bitte besonders, Herr, in den Gedanken deiner Kinder. Herr, im Namen Jesu von Nazareth befehlen wir jeden Geist der Lüge, Herr. Jeden Geist des Selbstopfers, der Automisere, jedes Geist, Herr, der Minderwertigkeit, der Komplexe. Vater, in Jesu Namen, jede falsche Gedanke, die der Feind gestreut hat, in der Autorität des Wortes Gottes, dass dein Wort, dass die Wahrheit ist. Herr, möchte wirklich deine Kinder erleuchten. Und all diesen Geist der Lüge muss weichen in Jesu Namen. Heraus aus diesem Haus, raus aus dieser Familie, raus aus den Gedanken, raus aus der Arbeitsstelle, raus, Herr, aus der Uni, heraus aus den Familienbeziehungen, in der Ehe, Herr, in der Verlobung, Herr, in Jesu Namen, dass wieder der Maßstab deiner Gnade, dass wieder dein Wort das Zentrum ist. Vater, jeden Geist des Flirtens in dieser Ehe, jeden Geist, Herr, des Ehebruchs, jeden Geist, Herr, der Unreinheit, der im Namen Jesu muss weichen. Herr, deine Kinder sind zusammengekommen im Namen Jesu und sie werden zusammenbleiben in der Kraft deines Wortes. Nicht nur zusammenleben, sondern Freude haben, Kraft haben, Herr. Eine Zelle, die gesund ist in dieser Welt, wo Menschen erkennen, in diesem Haus ist die Gnade Gottes, in diesem Haus ist die Liebe Gottes. Vater, wie wunderbar, dass wir wissen, dass wir in deiner Gnade gehen, dass du der Gott bist, der führt, dass wirklich das Kreuz, wirklich das Zentrum der Familie deiner Kinder sein möchten. Vater, in Jesu Namen, alle Komplexe, Herr, alle Vergangenheit, Herr,
die deine Kinder Trübsal machte. Herr, da, wo diese Gedanken anklagen, denn der Feind ist der Ankläger. Herr, komm in Jesu Namen, Herr. Du hast die Sünden vergeben, Herr. Herr, weil deine Kinder sich auch selbst vergeben können, Herr. Da, wo sie es nicht schaffen, sich zu vergeben, sagen, wir haben zu viel Schmarrn, wir haben zu viel kaputt gemacht. Nein, Herr, dein Blut ist mächtig. Du hast noch dieselbe Macht. Und du sagst, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so proklamieren wir den Frieden hinein in dieser Familie. Vater Jesus, den Frieden hinein in dieser Beziehung. Herr, da, wo es in der Beziehung immer knistert, Herr. Herr, da, wo zwischen den Ehepartnern immer diese Herausforderung ist, Herr. Vater, in Jesu Namen, dass Heilung geschieht, dass wieder die Gnade deines Wortes, dass deine Kinder wissen möchten, Herr, du bist der Gott, der führt. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, ich bitte, Herr, ganz besonders, Herr, um den Frieden im Herzen deiner Kinder. Herr, du weißt dort, wo der Frieden, Herr, da drinnen eines Tages verloren ging, Herr. Aber du bist der Friedefürst. Und ich bitte, dass du mit diesem Frieden hineinkommst, Herr, dass ihre Augen wieder glänzen können, dass in den Familien wieder, Herr, sichtbar ist, dass du bist das Zentrum. Herr, in Jesu Namen, überall da, wo Götzendienst ist, Herr. Herr, wo wir aus unserer Ausbildung, unsere Arbeitsstelle, unsere Uni, unsere Kinder, unsere Ehepartner, Herr, da, wo wir Götzen hineingebracht sind, die an erster Stelle. Vater, in Jesu Namen, wir bitten, dass du möchtest die richtige Korrelation, die richtige Prioritäten, dass du das Wichtigste bist, Herr. Dein Wort ist wahrhaftig, deine Zusagen sind gewiss und wir trachten am Ersten nach dem Reich Gottes und nach deiner Gerechtigkeit. Und dann wird das andere alles, Herr, hinzugefügt. Vater, ich bitte ganz besonders, dass du kommen möchtest, Herr, und dass du möchtest in der Familie auch da, Herr, wo der Feind, Herr, mit Bankrott, mit Misere, Herr, diesen Geist des Bettlers, Herr, Herr, wo sie immer denken, sie müssen nur betteln, sie sind Sklaven, sie werden nie, Herr, genug tun. Nein, Herr, wir sind Kinder Gottes. Wir lieben uns, Herr, du liebst uns, Herr. Und Herr, du liebst uns so sehr. Keine Eltern, Herr, keine Mutter, kein Vater kann so sehr lieben, wie du uns liebst, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du in der Gnade Gottes bist, Herr, dass nicht nur wir aufwachen und sehnen uns nach deiner Gemeinschaft, sondern du am Morgen, Herr, sehnst dich auch nach Gemeinschaft von uns. Herr, du hast Sehnsucht nach deinen Kindern. Herr, wie oft, Herr, sind unsere Prioritäten anderswo. Vater, in Jesu Namen, heile. Heile die Gemeinden, Herr, heile die Familien. Schenke, dass wir zurück zu der Gnade kommen möchten. Und Vater, in Jesu Namen, jeden Fluch der Vergangenheit, jeden Werk der Finsternis, jeder Mund, der sich erhoben hat, um gegen diese Familie, oder gegen dieses Ehepaar, oder gegen dieses, Vater, im Namen Jesu proklamieren, wir müssen weichen in Jesu Namen. Herr, wir verheißen deine Heilung. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, auch daher, wo die Dinge oft so anders gelaufen sind, Herr. Daher, wo deine Kinder nicht wissen, wie es weitergeht, Herr. Da, wo oft, Herr, so viele Ängste sind, Herr. Vater, in Jesu Namen, du bist der Gott, der Neues will. Ich bitte, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, da, wo in der Vergangenheit Lüge, komm mit Heilung. Vater, ich bitte ganz besonders, Herr, für diese Paare, Herr, die noch nicht verheiratet sind. Komm, Heiliger Geist. Vater, jeden Geist der Unzucht, jeden Geist der Unreinheit, jede Angst vor der Ehe, Herr. Überall da, wo die Dinge falsch angefangen haben, Herr, unser Anfang bestimmt nicht unser Ende, Herr. Herr, wir können jeden Moment zurück zu deiner Gnade, zurück zu deiner Liebe, zurück zu den Maßstäben, Herr. Vater, du bist der Gott, der führt. Du bist der Gott, der erneuert. Herr, wir leben in einer Zeit, Herr, wo sehr viel Ungleichheit, wo sehr viele Ängste, Herr, wo sehr viel Anklage, Herr, wo sehr viel Diskrimination, wo sehr viel Rassismus ist, Herr. Herr, es gibt eine Impfung gegen den Rassismus und das heißt das Kreuz von Golgatha, Herr. Vater, in Jesu Namen, dass deine Kinder möchten zurückkommen, Herr, zurück zu deiner Gnade, denn das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich bitte, dass du kommen möchtest, Herr, und dass deine Kinder möchten in der Vergebung, Herr. Oh, Vater, dort, Herr, wo so viele Auseinandersetzungen sind, Herr, da, wo so viele Dinge geschehen sind, die gegen dein Wort ist, da, wo wir deinen Heiligen Geist so oft verletzt haben, Herr, wo wir deinen Heiligen Geist so oft, Herr, traurig gemacht haben, Herr, da, wo wir vergessen haben, Herr, dass du der Gott bist, der es gut mit uns meint. Ich bitte, komm, Heiliger Geist, dass wirklich dein Kreuz möchte, Herr, die Familien orientieren, Herr, dass deine Kinder wieder zurück zur Priorität. Oh Herr, wir haben heutzutage so viel Zeit vertreibt mit den Medien, Herr. Wir gehen, Herr, zum Fernsehen, wir gehen, Herr, zum Handy, wir gehen zum Computer, wir gehen zu den Medien, zu all diesen Unterhaltungselektronik, wo wir uns untereinander kommunizieren, aber vergessen mit dir zu kommunizieren. Herr, wir möchten in deiner Gnade proklamieren, Herr, dass du der Gott bist, der führt. Und wir, Herr, verheißen auch deine Autorität in diesem Land. Wir sagen, dieses Land gehört Jesus Christus. Wir verheißen, diese Familien gehören Jesus Christus. Und wir verheißen, Herr, dass die Zeichen werden folgen, die glauben. Herr, in diesen Häusern, Herr, da, wo die Pandemie
bankrott gebracht hat, da wo sie finanzielle Schwierigkeiten, Herr, dein Wort sagt, dass du fügst all das, was Negatives zum Positiven, all das, was der Feind versucht zu zerstören, Herr, was der Feind aufhört, Herr, du fängst von Neuem an. Herr, jede Geschichte in deinem Wort, wenn wir die Geschichte Josefs betrachten, da wo er tief in dem Brunnen war, wo er dachte, es war das Ende, Vater, das war der Anfang seines Aufstiegs, Herr, weil du der Gott bist, Herr, der das Zentrum ist, wenn wir nach deinem Willen fragen. Herr, ich bitte ganz besonders für diejenigen, Herr, die Berufung, Herr, sein gelassen haben. Herr, du weißt, da sind so viele Ängste, Herr, so viele Anklagen, Herr, so viele Menschen, die, Herr, fertig machen und hauptsächlich im öffentlichen Dienst so schnell resignieren wie, Herr, aufgeben ist so schnell, Herr, aber Neuanfang ist so schwer, Herr. Herr, resignieren, Herr, das geht so wie ein Blitz, Herr. Aber Herr, neu anfangen ist so heavy, Herr. Vater, in Jesu Namen, dass deine Kinder möchten wieder aufstehen, Herr. Aufstehen in der Gnade Gottes. Zurück zu deiner Liebe, zurück zu deinem, Herr, wirklich dieses, was Gott, Herr, in ihrem Leben hat. Herr, so schnell distanzieren wir uns von deinem Wort, von deinen Verheißungen, Herr, von deiner Liebe, von deiner Gnade, von deiner Gemeinde, Herr. So schnell versuchen wir, Herr, aus Verletzungen neue Wege zu gehen, Herr. Aber du bist der Gott, der Neues will. Vater, wir verheißen Gnade erneuern, Herr, über jeden Einzelnen, Herr. Herr, über jeden Einzelnen deiner Kinder, Herr, dass das sichtbar, dass das spürbar ist, Herr, dass dein Wort ist wahrhaftig. Herr, das Kreuz von Golgatha hat noch dieselbe Kraft. Herr, dein Reich, Herr, hat keine Macht verloren, Herr. Bei dir gibt es keine Inflation, keine Korruption, sondern das Himmelreich soll bevölkert werden und die Hölle soll entleert werden, Herr. Und das proklamieren wir, Herr, da, wo wir unsere Evangelisationskraft, unsere Verkündigungskraft, da, wo wir, Herr, die Durchsichtigkeit unseres Glaubens verloren haben, Herr, da, wo der Feind uns zum Schweigen gebracht hat, Herr, da, wo wir nicht mehr den Namen Jesu aussprechen, da, wo wir, Herr, anonym geworden sind, Geheimagenten, Herr, da, wo die Welt so schreit, Herr, wo wir oft so offen sind mit den Marken, Herr, unserer Klamotten, Herr, mit den Dingen, die wir lieben, mit unseren, Herr, Lieblingssängern, mit unseren Lieblingsschauspielern, Herr, mit den, was wir nennen, Herr, unsere Idole, Herr, so nennen wir sie schon falsch. Nein, Herr, du bist der Herr, Herr, und wir möchten zurück, Herr, wir möchten im GPS des Heiligen Geistes, dass die Vision deiner Familie zurück zum Kreuz, Herr, zurück zu deiner Gnade, da, wo die Auferstehung geschah, Herr, da, wo alle dachten, mit dem Tod ist es zu Ende, Herr, aber der dritte Tag, er kam, Herr, so bitte ich in dem Leben der Familie deiner Kinder Auferstehung, Herr, dass sie heraus aus dem Grab der Finsternis, heraus aus dem Grab des Selbstmitleids, heraus aus dem Grab der Sünde, heraus aus dem Grab des Bankrotts, heraus aus dem Grab, Herr, der Selbstverherrlichung, Herr. Vater, in Jesu Namen, wir verheißen, du bist unser Herr und Heiland. Und wir berufen uns auf deinen Namen. Und dein Wort sagt, Herr, dass im Namen Jesu von Nazareth, Herr, jedes Knie sich beugen mag, jede Zunge bekennen mag. Jesus Christus ist der Herr. Vater, ich bitte daher, wo die Herzen zerbrochen sind, Herr, wo die Herzen bluten, Herr, da, wo in den Familien so viele Dinge geschehen sind, Herr, Herr, dass diese ganze zerbrochene Teile, Herr, so schwierig sind, Herr, aber dein Blut, Herr, es tut nicht nur wiederherstellen, es macht alles neu. Du schenkst uns ein neues Herz, ein Herz, das wieder Freude hat. Vater, dein Wort sagt, Herr, dass, Herr, wo Sarah, Herr, Isaac geboren hat, Herr, Herr, da sagte sie, Herr, mein Mund kann wieder lachen, Herr. Oh, es gibt so viele Menschen, Herr, die ihr Lachen verloren haben, Herr, die ihre Freude, wo der Frieden verloren gegangen ist. Herr, in Jesu Namen, dass wieder diese Freude in den Häusern hineinkommen, Herr, dass diese gute alte Zeiten nicht so sein, sondern die neue gute Zeiten, denn es wird wieder gelacht werden in deinem Haus, es wird wieder der Friede Gottes hineinkommen, dein Wort wird wieder verkündigt, es werden wieder Gottesdienste stattfinden, Herr, es wird nicht der Fernseher, Herr, unser verwenden, sondern wir werden Gottesdienste, dein Wort, Herr, Herr, mit Kommunikation, Herr, mit den Geschwistern, mit den Kindern, mit den Eltern, Herr, das wieder, Herr, die Versöhnung. Vater, ich bitte ganz besonders, Herr, dort und her, wo Ehescheidungen geschehen sind, Herr, dort und her, wo viele, Herr, sich lange nicht gesehen haben, da, wo Bitterkeit im Herzen ist, Herr, da, wo eines Tages wir uns distanziert haben, aus welchem Grund auch immer, Herr, aber du bist der Gott für Neuanfänge, Herr, du bist der Gott der Kraft. Und Vater, ich bitte für jeden einzelnen deiner Kinder, dass sie zurückkommen, Herr, zurück vom Osten und vom Westen, zurück vom Norden und vom Süden, Herr, zurück von die irreführende, Herr, Direktion, die der Feind ihnen gegeben hat, Herr, wo sie, Herr, machten, wollten Freiheit, wollten Selbstständigkeit, Herr, wo sie ausgebrochen sind, weil es ihnen zu eng war, Herr, aber wo sie dann auf den falschen, auf dem breiten Weg gelandet sind, Herr. Oh, Herr, dein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünden vergibst und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Herr, es gibt keine einzige Sünde,
die du nicht vergibst, Herr, wenn wir Buße tun, Herr. Herr, du vergibst alles, Herr. Und ich bitte, führe uns zum Kreuz deiner Gnade. Mach, dass wir wieder möchten, Herr, einen Maßstab des Gebets haben, Herr. Mach, dass unsere Worte wieder möchten, Worte der Ermutigung, der Freude, der Kraft, Herr. Mach, dass wir vergessen möchten, die Zeit, Herr, der Wüste, die Zeit aus Ägypten, Herr. Schenk uns eine neue Gesinnung, Herr. Mach einen Delete-Vorgang, Herr, in der HD, Herr, in der Memory, Herr, deiner Kinder, wo wir immer nur an Ägypten denken, wie schlimm es war. Nein, Herr. Wir strecken uns auf, Herr, nach Zion, Herr. Unsere Heimat ist Neu-Jerusalem, Herr. Wir haben einen neuen Standard in der Gnade. Wir sind Kinder Gottes. Wir fürchten uns nicht, was für Goliath auch auftreten, Herr. Denn der Kampf ist nicht unser. Der Kampf ist des Herrn, Herr. Nicht durch Herr, durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Vater, das weiß ich im Leben deiner Kinder. Komm, Heiliger Geist. Vater, ich weiß, Heilung jetzt, Herr. Heilung, Herr, komm in den Körper deiner Kinder. Vater, komm mit deinem himmlischen Skalpell, dass dein Finger möchte, Herr, berühren, dass durch das Blut Jesu Christi Heilung geschieht. Heilung an diesem Tag. Herr, wo alle Angst haben von diesem Virus, Herr, von dieser Pandemie, von der Infektionskraft, Herr, diesen Virus. Herr, wir proklamieren das, Herr, die Kraft deiner Verkündigung, die Kraft deiner Heilung, Herr. Dein Blut ist mächtiger, Herr. Und wir verheißen Segen erneuern und im Namen Jesu, dass ab diesem Tag es sichtbar ist, dass dieses Haus dem Herrn geht. Es hörbar ist, dass die Gnade und die Freude zurückgekommen ist, Herr. Und es spürbar ist, Herr, dass in der Gnade, in der Verkündigung und in den Finanzen Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre von Gott, Vater, Herr, im Namen Jesu. Loben, preisen und danken wir dir, Herr. Amen. 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 Und Amen. Halleluja.